Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute dieses Pappbilderbuch für Kinder ab 2 Jahre vorstellen von Marianne Düpik und Mathieu Lauer. Gute Nacht, ihr Lieben, heißt es und ist bei Belz und Gellberg 2015 erschienen. Umfasst 28, 30 Seiten Pappbilderbuch und kostet 8,95 €. Um was geht es? Kurzum, schon vorweggeschickt, dieses Buch ist einfach mal ganz anders als alle anderen Gute-Nacht-Bücher. Und wie schon der Titel sagt, es geht um eine Gute-Nacht-Geschichte. Wir haben hier die Familie, die Affenfamilie. Das ist Papa Affe und das sind die zwei Kinder. Und Papa Affe hat diesmal die Aufgabe, die zwei Kinder ins Bett zu bringen. Und so entspinnt sich die Geschichte, weil Papa Affe einiges vergisst ins Bett bringen. Und er sagt immer, gute Nacht, ihr Lieben. Und die Kinder antworten, aber Papa, du hast die Schlafanzüge vergessen. Wir blättern weiter. Er sagt dann, gute Nacht, ihr Lieben. Aber Papa, du hast die Puppe und das Schmusetuch vergessen. Gute Nacht, ihr Lieben. Aber Papa, du hast das Wasser vergessen. Und was fällt Ihnen auf? Genau, die Kinder haben noch gar kein Bett. Es gibt keine Tür, es gibt keine Wände, es gibt keinen Boden, es gibt keine Fenster und noch ganz vieles mehr nicht. Und da entspinnt sich also die Geschichte. Und das Ende, das ist ganz witzig. Also, das verrate ich natürlich hier nicht. Und das ist einfach mal eine ganz andere, frische, innovative Art. So ein Gute-Nacht-Bilderbuch. Also, meistens gibt es ja immer solche Geschichten, kleine Geschichten, Gute-Nacht-Geschichten. Oder dass dann eben auch dieses ins Bett bringen, natürlich steht das auch hier im Vordergrund, aber dass das sozusagen so aufgebaut wird, dass Papa mal was vergisst und dann baut sich hier so die Szene auf. Das ist einfach witzig und humorvoll und es macht Spaß und es sind eben auch die Elemente, die auch bei den Kindern immer drin sind: Schlafanzüge, Kuscheltiere, Wasser, Nachtlicht und natürlich das Monster gibt es auch. Und das so aufzubauen, dass am Ende ein vollständiges Bild erscheint, Fragezeichen, das ist schon eine wirklich frische, witzige Idee. Meine Kinder lesen das total gerne und schauen sich das an und finden das witzig und gucken sich das immer selber an. Also, die kennen auch schon den Text auswendig, der ist ja auch nicht so lang. Das ist natürlich der Vorteil. Also, Kinder merken sich ja solche kurzen Texte oder auch längere Texte sofort. Marianne Dübick hat die Illustrationen geschaffen und Mathieu Lavoie die Idee und den Text. Und das sieht man hier, nach welchem System das funktioniert. Also hier mit dieser Umrandung, es ist eine kleine Lichtbegrenzung gibt. Auf diesem weißen Hintergrund wird das dann immer mehr, gibt es Detail dazu. Witzig ist auch immer die Katze, die hier so dazwischen läuft und mal gucken geht und auch mal rüberschallt. Geht in das andere Zimmer zu den Kindern. Also das ist schon mal ganz witzig, wo die sich rumtreibt. Ganz passend zu diesem Aufbaucharakter und zu diesem frischen, innovativen ist auch der Stil. Also schon so eine Zeichnung, ganz bunt, fein gezeichnet. Und dennoch, also nicht so übertrieben, das sehr, also schon realistisch, aber jetzt nicht so ganz flächig, sondern ja, einfach hübsch gemacht. Auch nicht zu sehr abstrakt oder so, also das ist schon ganz nett. Vielleicht wundert man sich am Anfang, warum so das Schmusetuch und das Nachtlicht kommt und kein Bett, aber das hat schon so seinen Sinn und Zweck. Also das merkt man dann, wenn man das Buch durchgeguckt hat. Ich gebe mal einen kurzen Einblick in das, wie es am Ende ausschaut. So. Ein wunderbares, frisches, witziges, liebevolles Gute-Nacht-Buch der anderen Art, das sofort so die Herzen der Kinder erobert und auch die Eltern haben da ihren Spaß an dieser Geschichte. Empfehle ich sehr gerne. 5 von 5 Sternen gibt es. Wie immer setze ich den Link zur ausführlichen Rezension in der Infobox und auch alle Informationen zu dem Buch. Ich empfehle das sehr gerne. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Buch. Gute Nacht, ihr Lieben, von Marianne Dübück und Mathieu Lauer aus dem Verlag Belz und Gelberg, 2015 erschienen.
oder mit einem anderen Kinder- und Jugendbuch. Und wir sehen und hören uns zum nächsten Mal. Viel Freude. Bis zum nächsten Mal. Ihre Wenke Bönisch.